1. Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Xenoverse. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge. Im letzten Part haben wir ein bisschen gequestet. Wir haben mit einer Passung Goku verkloppt. Wir haben einen Dragon Ball erhalten und wir sind der Lehrling von Piccolo. Ja, spannend, reicher Part, auch wenn der Part etwas fähig begann hat. Aber im letzten Part haben wir ja von Level 4 bis Level 8 uns gelevelt und können somit unsere Attribute wieder ein bisschen boosten. Ich mache mal ein bisschen was auf... Also ich gebe erstmal... Ja, okay, Moment. Ich gebe erstmal überall was drauf. Jetzt haben wir noch 5. Grundangriff mache ich noch. Superschlag mache ich noch. Genau, gebe ich hier auf Explosion und... Genau, noch ein bisschen was auf die Gesundheit, obwohl Ki-Energie bräuchte ich auch. Okay. Speichern und wir haben's. Ja, wir haben den Anzug von Raditz bekommen. Und genau, stimmt, wir haben jetzt hier auch ein bisschen was bekommen und ich würde sagen, lass Papa in Ruhe. Zettseele von Kid Gohan aktiviert bei Todesnähe kurzfristig viel mehr Angriffskraft. Ja, schade, dass wir nicht irgendwie Kaioken haben. Dann würde nämlich unsere Angriffskraft so extrem hochsteigen. Ah, nun gut. Heute wollen wir, wie gesagt, mit der Story weitermachen. Und genau das werden wir in diesem Part auch erledigen. Da hinten steht unser guter Trunks, der schon auf uns wartet. Ich bin bereit für den nächsten Job. Willst du auf Zeitpatrouille gehen? Ja. Ich zähle auf dich. Wie immer bekommen wir eine kleine Zwischensequenz. Wenn das Laden fertig ist. Oh. And you just revived as well. Right here, history is changing. I would really appreciate your help. Ja, wieder wurde die Geschichte verändert und wir müssen das wieder gerade richten, indem wir die Geschichte verändern. Nappa und Vegeta. Pflanzenmännerplage. Besiege 20 Pflanzenmänner. Who are you? Are you an ally? Ja. Ja, die kennen uns natürlich eigentlich gar nicht und ja. Son Gohan wird, denke ich mal, uns jetzt erstmal aufklären. Oder? Ja. Oder Piccolo, stimmt, Piccolo ist ja auch noch genau. Wir haben ja schon den Z-Kämpfer einige Male geholfen. Hallo? Ich versuche den anzugreifen, das ging nicht. Ja, die Pflanzenmänner sind hier absolute Lappen. Ich bin übrigens im privaten Spielstand eigentlich schon weiter, und zwar bin ich schon
just stronger, and there are more of them. Cybermen. Just reduce the number of Cybermen. The soil is good. Ich bin übrigens schon im privaten Spiel bei der Freezer-Saga und bin beim großen Endfight von der Freezer-Saga. Also da bin ich schon privat deutlich weiter als jetzt natürlich hier im Spiel. Aber ist auch klar, dass man, dass ich ein bisschen privat ein bisschen weiter bin als im Let's Play. Böser Pflanzenmann. Ja, zurzeit habe ich halt noch nicht. Ja, böse Spinnen können wir einsetzen, genau. Ist so ein ähnlich wie Masenko. Wie ihr sehen könnt. Und ist, ja, etwas besser. Wir haben die Pflanzenmänner gekillt. Das wird natürlich napper und. Okay. Nein, ganz im Gegenteil. Also, es geht immer noch weiter. Es tauchen hier noch andere Pflanzenmänner auf. Keine Ahnung. Ja. Yangshu und Tenjin haben. Aua. Ja, Tenjin Han, Chaozu und Yangshu werden besiegt von den Pflanzenmännern. Eigentlich werden sie von Nappa besiegt, also Yangshu wird zwar von den Pflanzenmännern besiegt, aber ja. Wer sich mit der Story von Dragon Ball Z übrigens nicht auskennt, der sollte bei meinem Dragon Ball Bust im Unlimited Let's Play vorbeigucken. Da habe ich alles erklärt, also die Hintergrundstory. Nur bei der Buu-Saga noch nicht. Wenn wir bei der Buu-Saga sind, dann werde ich auch wieder erklären. Aber zurzeit ist es für mich halt ein bisschen Quatsch, jetzt hier nochmal die ganze Dragon Ball Z-Story zu erklären. Weil das ist halt Quatsch. Ich meine, ich habe euch ja schon alles erklärt, im Grunde genommen, in den Bars Limited. Und wer halt sich für die Story von Dragon Ball Z interessiert, bis zur Cell-Saga, der sollte da vorbeikommen bei dem Let's Play. Da habe ich jede kleine einzelne Hintergrundstory erklärt. Aua. Dieses Arschloch. Ja, es sind halt ziemlich viele. Jawohl, Finisher. Geschafft. Alle Pflanzenmänner down. Oh, kein Level up. Naja, okay. Weiter. Oh, ein bisschen Zeit haben wir noch. Nur gegen die Pflanzenmänner zu kämpfen in dem Hardware. Ein bisschen länger. Nun ist Nappa dran. Wir haben jetzt keine Wasser. So, jetzt muss man Nappa besiegen, nachdem wir jetzt die Pflanzenmänner erledigt haben. Müssen wir jetzt zusammen mit Piccolo die Pflanzenmänner kaputt schlagen. Piccolo ist leider jetzt tot, denn er wurde von Nappa erledigt. Und wir müssen natürlich Piccolo jetzt retten. Also rächen sozusagen. Jetzt sind auch die Dragon Balls verloren. Unsere Dragon Balls sind aber übrigens nicht verloren. Wir müssen aber jetzt Piccolo rächen und Nappa umbringen. Oh, Nappa kriegen wir ganz gut K.O. Also, Zeit liegen wir in Führung, aber zur Zeit noch. Krillin, just stay back. I'll take it from here.
they're okay. Come on, let's go! Dad? Son Goku hat trainiert. I will deal with Kakarot. Ja, Son Goku hat bei Meister Kaio trainiert und kämpft jetzt gegen Vegeta. In der Serie hat er gegen Nappa gekämpft erstmal. Aber da wir da sind, kümmern wir uns um Nappa. Problem, er hat jetzt seine ganze Power wieder. Ja, komm, kassieren Nappa. Warum auch immer hat Nappa jetzt wieder volle Energie, was ich total unlogisch finde. Aber nun gut, vielleicht sollte das den Schwierigkeitsgrad etwas erhöhen. Aua. Jawohl, schön. Und jetzt komm, stirb, nein. Nein. Down! Nappa besiegt. Aber noch ist der Kampf nicht vorbei. Jetzt müssen wir zusammen mit Son Goku gegen Vegeta kämpfen. Aua. Oh, nein. Aua. Okay, wir müssen uns erstmal heilen. Hat irgendwie so ein bisschen in Son Gokus Attacke reingelaufen. Aber... mit, aua, bei Mitkämpfen kriegen wir keinen Schaden. Oh, gut. Danke, Son Goku. Danke für das Kamehameha. Dass du ihn ein bisschen gekillt hast. Finisher! Geschafft! We did it, Leute! Wir haben es geschafft! Son Goku besiegt Vegeta. Und wir erreichen noch Level 9. Wunderbar, wir haben es geschafft. Läuft doch bei uns. Just have to become a great ape! What? Burst open and mix! No way! Now you see! This is the end for you! 10-mal, ey. Vegeta transformiert. Besiege Vegeta als Wehraffe. Ja. Vegeta hat sich in einen Wehraffen verwandelt und ich kann euch sagen. Ich kann euch sagen, Battles gegen Wehraffe ist sehr schwer. Und zwar müssen wir sein. Nicht zweideutig denken, bitte, Leute. Und zwar müssen wir sein. Seinen Schwanz da hinten angreifen. Und wenn wir ihn besiegt, wenn wir es hier auch runter geschafft haben, dann wird er kurz kaputt. Ja, das ist ein bisschen schwierig, den Schwanz anzugreifen. Vor allem, weil er sich dann halt auch bewegt und vor allem auch böse Attacken drauf hat als Werfe.
Ja, komm. Ah, komm. Ah, gut. Gut Damage gemacht. Das ist noch ziemlich leicht im Ansatz hier, aber glaub mir, da kommt noch ein bisschen was. Vor allem, wenn er das jetzt hier macht, diese Sprungattacke, dann ist er gefährlich. Okay. Ja, hier ist, sorry, ich kann jetzt gerade ein bisschen wenig kommentieren, weil die Kämpfe gegen die Affen sind sauschwer, also. Also muss man sagen, es ist nicht leicht, vor allem weil man ja, weil man halt diesen einen Punkt angreifen muss. Jawohl, klasse. Jetzt kommt aber etwas Dummes. Und genau das meine ich nämlich. Die helfen uns nämlich und das ist ein Fehler. Ja, und zwar helfen die uns jetzt und ja, ich sag mal so, Son Gohan und Krillin sind nicht gerade die cleversten. Okay, ich brauche eine Kapsel. Weil die machen einfach nur Blödsinn. Helfen wir uns eigentlich gar nicht, sondern behindern uns eigentlich mehr. Weil sie gehen immer vor allen Dingen sehr oft in die Attackenreihen von Wehraffen Vegeta. Es ist auch jetzt schwieriger, ihm jetzt Schaden zuzufügen. Und vor allen Dingen machen wir jetzt auch weniger Schaden. So. Die Kapsel braucht man übrigens. Man kann sie aber nicht unendlich legen. Also man darf nur eine Kapsel benutzen. Pro Kampf. Das macht es natürlich schwieriger. Ah, oh, dieser Asi. Ich darf mich halt nicht vom Wehraffen treffen lassen. Ein Arschloch. Bleib jetzt stehen, Vegeta. Wie gesagt, die Kämpfe sind ziemlich schwer gegen die Affen. Und es wird übrigens nicht der einzige Kampf sein. Vor allen Dingen in den... Ach, verdammt. Vor allen Dingen in den Sidequests, da muss man einige Male gegen die blöden Wehraffen spielen. Und da gibt es echt böse Quests, die böse sind. Mann, ich kriege aber keinen Schein dran. Hier, ihr seht, wie wir... Okay. Jawohl! Geil! Genial. Und jetzt... Tschüss, Schwänzchen! Sein Schwanz ist ab und er hat verloren. Vegeta ist besiegt. That's it. Good. Keep concentrating on your training. Oh, ernsthaft? Nicht Level Up. Bitte. Und wir halten natürlich wie immer eine kleine Zwischensequenz. Ah ne, ach scheiße, stimmt. Wir müssen ja jetzt nochmal gegen Vegeta kämpfen. Ah ja, stimmt. Noch ist er nicht besiegt. Arschloch. Aber wenn das steht jetzt geschafft und Finisher, dann haben wir ja so eine Art Safe Point, sag ich jetzt mal. Vielleicht hätte ich beenden sollen. Obwohl ich, genau, ich versuche den Kampf hier nochmal. Dann geht der Part zwar ein bisschen lange, aber dafür hätten wir dann eventuell die Saiyajin-Sage aber auch abgeschlossen. Hätten wir gerade mal zwei Videos gebraucht für die Saiyajin-Sage. Einmal im letzten Mal, wo wir gegen Raditz gekämpft haben und jetzt hier den kompletten Part gegen Pflanzenmänner, Nappa und Vegeta. Ah. Aber die Kämpfe werden natürlich auch schwieriger. Ich werde übrigens nach dem Part, egal wie das jetzt hier enden wird, leveln. Ah, eigentlich sind wir vom Level halt ziemlich gut. Aber trotzdem... Es wird natürlich schwerer. Schön Damage. Dominieren gegen Vegeta, das ist saugut. Jawoll. Wir
können auch so eine Verfolgungsattacke machen, aber die ist schwer. Und wenn man sie hinkriegt, dann ist sie OP. Ah, jetzt kommt man mit die Attacke. Ja, hör auf, wie geht das? Ah, ich wollte jetzt die Attacke machen. Ah, jetzt ist er weggespielt worden. Ah, das ist die böse. Das ist böse, wenn er einen so grabt, der Vegeta. Das können auch noch andere Gegner. Dass man ihn so grabben kann. Nein, komm, ich hab ihn doch. Down, Finisher! Vegeta ist besiegt. Zum dritten Mal übrigens. Aber nun übrigens endgültig. Und Level 10 erreicht. Werde nun übrigens off-cam auf Level 12 leveln. Vielleicht kann ich euch denn im nächsten Part schon sagen, dass ich schon noch einen Dragon Ball gefunden habe, aber das werde ich sehen. Why are you stopping me? It's okay. What? Next time, I'll beat him on my own. Thank you. Ja, Vegeta verschwindet und damit ist die Saiyajin Saga endgültig beendet. Raditz, Nappa und Vegeta von Musik. Back to normal now. The scroll of eternity has been corrected. Still, why did something like this even happen? It should be impossible. You can't change history like this. Sagt Trunks. Someone traveled through time and changed history. Just like how you did in the past. Right, Trunks? Ah, jetzt kommt die Szene. Meine Lieblingsszene. This is the master of the Time Nest. She's the Supreme Kai of Time, and a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? Really? Just what in the heck do you think you're doing? What is your deal today? Are you using my head as a perch now? If you're mad, I demand an apology. You're heavier than you look, you know. Hey, wait a minute. As I said, she's a very important person. Just trust me. Oh, jeez. Supreme Kai of Time? Oh, sorry. Anyhow... You must be the warrior Shinran summoned. I'm the Supreme Kai of Time. Nice to meet ya. You know, she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki. Best friend that steps on you, maybe. This is good. You guys seem quite talented. In other words, I think you two make a good team. Thank you very much. But sadly, until we find the cause, this is far from over. What in the world is happening? Seems there are two time travelers with strange energy, and they're messing with the flow of time. I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. A time-traveling duo? Who could that be? Let's start by finding them. Let's do this. Yo. Wie ich finde, eine ziemlich coole und lustige Zwischensequenz. Und ich mag die Zwischensequenz echt.
Und ja, jetzt können wir hier online und bla bla. Und ja, ich werde übrigens auch Online-Modus mal zeigen, auch gegen andere Let's Player. Aber das erst zu einem viel späteren Zeitpunkt. Ich hoffe, ihr seid dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Z Bastard Limited. Ach, Bastard Limited. Moment. Nein. Bei Let's Play Dragon Ball Z Xenoverse. Moment, ich will euch noch verabschieden. Genau. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Bis dahin, Leute, und ciao.